Mein Name ist Elisabeth Albrecht, ich bin 24 Jahre, komme aus Magdeburg und habe gerade mein BWL- und Marketingstudium abgeschlossen. Ich habe mir bei M1 die Brüste vergrößern lassen, weil das für mich halt schon lange ein Traum war. Hat alles toll geklappt, die OP war super, das ganze Rundum-Paket war super. Es ist besser, als ich es mir vorgestellt habe. Bei mir war es halt immer so, dass ich relativ schlank gebaut war und dadurch halt eben nicht mal ein A-Körbchen hatte. Und eine Freundin von mir hat sich im Sommer die Lippen vergrößern lassen bei M1. Dadurch habe ich halt gesehen, dass das Angebot natürlich preislich sehr attraktiv war. Und man sucht ja immer bei dem Preis sozusagen die Nadel im Heuhaufen, die dann sagt, ah okay, das ist halt deswegen schlecht. Trotz monatelanger Recherche nichts gefunden, weil was dagegen gesprochen hat, habe mich dann für ein Beratungsgespräch entschieden. Klar ist man dann ein bisschen aufgeregt, weil man nicht weiß, was so richtig auf einen zukommt. Aber ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Jetzt ist es halt so, dass ich mir ganz bequeme, entspannte Oberteile anziehen kann. Und man guckt halt in den Spiegel und denkt sich so, ja, so sollte es aussehen.